Jana Weißwange läuft seit 4 Jahren. Laufen entspannt sie, baut den Stress ihrer Schichtarbeit ab und gibt ihr einfach ein gutes Gefühl. Vor 4 Jahren joggte sie los, um es einfach mal auszuprobieren. Mittlerweile schafft sie 10 Kilometer am Stück. Im Herbst will sie ihren ersten Halbmarathon laufen, aber allein darauf hintrainieren traut sie sich nicht zu. Also ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und habe dann angefangen zu lesen. Und wenn man so ab 10 Kilometer sollte man schon langsam anfangen. Und ja, ich meine, man sollte, es gibt auch überambitionierte Sportler, die das relativ schnell machen, aber man sollte langsam anfangen, weil ja, die Knochen und die Muskeln und die Sehnen und das muss ja alles so ein bisschen vorbereitet werden. Deswegen ist es lieber besser, wenn man sich ein bisschen professionell Hilfe holt. Genau die bekommt sie beim Laufcoach-Programm der AOK. Heute wird sie durchgecheckt, genau wie die 30 anderen Teilnehmer, die sich in Halle angemeldet haben. Aus wie viel Wasser, Fett und Muskelmasse besteht ihr Körper? Wie ist ihr Blutdruck in Ruhe und beim Laufen? Und wie sollte sie ab jetzt am besten trainieren? Ganz genau zeigt das der Leistungstest, den auch ihr Ehemann mitmacht. 3 Runden müssen sie jeweils laufen, also 1200 Meter. Und das von Mal zu Mal schneller, wie ihnen die Experten vom Institut für Leistungsdiagnostik erklären. Bevor sie loslaufen, wird Blut abgenommen. Und dann, nach immer 3 Runden, laufen erneut. Damit wird der Laktatwert im Blut gemessen. Der Wert, der anzeigt, wann die Muskeln ermüden. Und wir messen dann die Laktatkonzentration im Ohrläppchen und bestimmen dann daraus die Trainingsbereiche für die Sportler. Das heißt also, wir können dann ganz genau sagen, mit welcher Herzfrequenzzone sie sich belasten sollten im Training und dann auch, wenn wir den Test wiederholen, ganz genau sehen, wie die Leistungsentwicklung dann war. Olaf Bornack hat schon 1 Jahr zuvor beim Laufcoach mitgemacht und kennt den Test bereits. Mit dem Laufcoach hat er im letzten Jahr eine Halbmarathonzeit von 1,5 Stunden geschafft und ist heute dann auch am schnellsten von allen Teilnehmern unterwegs. Zum Schluss 17,5 Kilometer pro Stunde an 3 Runden à 400 Meter. Das Tempo halt gleichmäßig durchgelaufen und das ist halt schneller wie mein Marathontempo heute. Das ist so bei 14, 15 Kilometer pro Stunde. Dieses Tempo wäre vor einigen Jahren noch nicht drin gewesen. Erst der Laufcoach brachte für ihn den Durchbruch. Der Laufcoach hilft sehr, sehr viel. Da war dann auch Lauftechniktraining mit Waldemar Schepinski Bestandteil gewesen. Das hat sehr viel gebracht und war sehr, sehr gut. Und natürlich auch eine entsprechende Ernährungsberatung. Jana Weißwange hat das alles noch vor sich. Doch zumindest das Laufen hat sie für heute fast geschafft. 12 Runden insgesamt hielt sie durch, mit zuletzt 13 Kilometern pro Stunde. War sehr anstrengend, mal sich auch ein bisschen auszutesten, wie weit man gehen kann. Ja, die letzte Runde war ein bisschen sehr anstrengend und 13 km/h ist einfach zu schnell für mich. Ich laufe so ungefähr so mit 10 km/h pro Kilometer, ja, so gut durchzukommen. Ja. Als Lohn bekommt sie am Ende, wie alle Sportler, eine detaillierte Auswertung, wozu auch die Laktatkurve gehört. Jana Weißwange weiß dadurch, bei welcher Herzfrequenz sie idealerweise trainieren sollte und wie oft sie pro Woche trainieren muss, um ihr großes Ziel Halbmarathon zu erreichen. Also wir haben das folgendermaßen vorgesehen, dass jeder individuell mit seinem Trainingsplan trainiert, weil wir natürlich unterschiedliche Ergebnisse nach unserem wissenschaftlichen Test hier heute haben. Bieten aber einmal in der Woche ein professionelles Training an. Das läuft jetzt nach dem ersten Leistungstest 10 bis 12 Wochen, je nachdem, was man selbst als Ziel quasi sich gesetzt hat. Und das endet dann mit einem Event, eventuell dem Mitteldeutschen Marathon hier in Halle. Beziehungsweise man sucht sich ein eigenes Event oder einen eigenen Lauf, um dann seine Zielzeit zu schaffen.